Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Wir starten heute mit dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer. Der ist mir jetzt aus Linz zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Landeshauptmann. Grüß Gott. Herr Landeshauptmann, Sie haben am vergangenen Sonntag mit einem Vorstoß für viele Schlagzeilen gesorgt. Und zwar haben Sie vorgeschlagen, dass man überdenken soll, ob man die Quarantäneregeln für Corona-Infizierte nicht aufheben sollte. Wie genau haben Sie sich das denn vorgestellt oder was sollte man da Ihrer Meinung nach genau aufheben? Ich glaube, dass das Wegsperren von Leuten, die positiv getestet sind, aus einer Phase kommt, wo wir noch sehr viel Unsicherheiten hatten rund um Corona. Wir sind jetzt 2,5 Jahre mit diesem Virus konfrontiert. Es hat sich auch die Art der Erkrankung mittlerweile geändert. Wir haben auch Immunisierungen durch Impfung oder aber auch durch Genesene. Wir haben mittlerweile Medikamente. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich ganz viele Menschen momentan gar nicht mehr testen lassen, weil sie einfach Angst haben, in Quarantäne zu kommen. Und wir haben in der Frühlingswelle erlebt, dass uns nicht so sehr die erkrankten Probleme beispielsweise in den Spitälern gemacht haben, sondern dass einfach viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne waren. Das ist besonders im Spital auffällig, aber trifft natürlich auch weite Bereiche unserer Wirtschaft. Und darum glaube ich, die Art und Weise, wie sich Corona jetzt darstellt, dass es eine Krankheit ist, mit der wir ohnehin leben müssen, macht es auch vertretbar, dass wir die Quarantäneregeln überdenken und auch abschaffen. Würden Sie die Quarantäneregeln eigentlich in allen Bereichen abschaffen oder nur in jenen, wo es derzeit wirklich Probleme gibt aufgrund von Personalnot, wie beispielsweise in Spitälern oder jetzt sehen wir es auch an Flughäfen, oder würden Sie sagen, wenn, dann generell die Quarantäneregel abschaffen? Ich glaube, wenn wir in Corona etwas gelernt haben, dass es klare Regeln braucht, darum bin ich auch dafür, dass es dann immer einheitlich ist. Dort, wo wir besonders gefährdete Personen haben, braucht es natürlich weiterhin Schutzmaßnahmen. Die haben wir ja, wenn wir an Spitäler denken, da gibt es ja auch nach wie vor die Maske. Aber ich halte einfach die Quarantäne jetzt nicht mehr für tragbar. Und wir sehen ja auch, was das Freitesten anlangt. Wir haben in Oberösterreich eine Freitestrate von 85% tagesaktuell nach 5 Tagen, was ja auch zeigt, dass offensichtlich diese Maßnahmen nicht mehr so geeignet sind, wie das vielleicht in früheren Phasen der Fall war. Jetzt hört man, die Grünen sehen diesen Vorschlag sehr skeptisch, stemmen sich gegen ein Aus der Quarantäneregeln. Sehen Sie da bei der Bundesregierung prinzipiell Gesprächsbereitschaft für diesen Vorschlag? Ich glaube, es muss immer Gesprächsbereitschaft geben. Es gibt Vorschläge. Wir können von den Erfahrungen aus der Praxis berichten, aus den tagesaktuellen. Und darum muss man auch immer miteinander reden, denn wir leben ja hauptsächlich davon, dass uns die Leute mitgehen bei Regelungen. Und wenn wir feststellen, dass sich viele schon gar nicht mehr testen lassen wollen oder gar nicht testen, weil sie Sorge oder Angst vor der Quarantäne haben, dann ist die Frage, ob das nicht alles längst kontraproduktiv geworden ist. Ab wann sollten denn diese Regeln Ihrer Meinung nach aufgehoben werden? Sollte das erst möglich passieren? Ich glaube, dass wir jetzt schnell darüber diskutieren müssen, denn wie gesagt, Corona bleibt. Diese Erkenntnis haben wir mittlerweile. Wir werden uns darauf einstellen müssen und können ja nicht auf Dauer jahrelang damit leben, dass wir Leute wegsperren, denn nichts anderes bedeutet ja Quarantäne. Herr Landeshauptmann, ich würde noch gern zu einem zweiten großen Thema kommen und das ist die Gaskrise. Es gab heute einen Gipfel mit der zuständigen Ministerin und dem Bundeskanzler auch. Es wurde aber noch keine Gasalarmstufe ausgerufen, was im Vorfeld viele vermutet hätten. Ist das richtig, dass wir hier weiter zuwarten mit dieser Gasalarmstufe oder wäre jetzt nicht eigentlich der Zeitpunkt, wo man die ausrufen müsste? Was mir wichtig ist, ist, dass die Betroffenen endlich Klarheit bekommen. Gas ist nach wie vor wichtig. Wir werden es auch nicht so schnell durch Erneuerbare ersetzen können, selbst wenn wir sehr viel Tempo und auch Geld in die Erneuerbaren investieren. Wir werden für Private, aber auch für weite Teile unserer Wirtschaft und Industrie das Gas brauchen. Und
wenn ich sehe, wie in Deutschland klar kommuniziert wird und wenn wir hier leider in Österreich miterleben, dass seitens des zuständigen Ministeriums für die Industrie noch immer keine Klarheit besteht, wer ist denn im Zweifelsfall betroffen, wer fällt in welche Maßnahme, dann glaube ich, ist hier schnell Klarheit gefordert. Und vor allem auch, was die Vorsorgemaßnahmen anlangt, die Sie angesprochen haben, da muss man sicher Regelungen finden, dass die Gasspeicher, die in Österreich sind, für uns jetzt befüllt werden und dass es nicht da Lieferungen, wie es in den letzten Tagen offensichtlich war, in andere Länder gibt. Aber reicht Ihnen der Gasnotfallplan, den Ministerin Gewessler vorgestellt hat? Alles, was ich bisher kenne, ist der theoretische Stufenplan. Wie gesagt, was wir nach wie vor vermissen, ist, dass mit den Betroffenen klar geregelt wird, bist du einer derer, die in die sogenannte kritische Infrastruktur fällt oder nicht, denn da hängen ja zigtausende Arbeitsplätze dran, die es dann im Ernstfall nicht mehr gäbe. Da gibt es ja schon Studien, die sagen, in Österreich hängen bis zu 130.000 Arbeitsplätze daran, wenn es plötzlich einen Gasstopp geben würde. Und daher ist da wirklich jetzt schnell klare und offene Kommunikation angebracht. Jetzt gab es zuletzt den Vorschlag der Grünen, dass man einfach nicht mehr warm duschen soll. Was halten Sie denn von solchen Vorschlägen? Also ich glaube, dass die Lage ernst ist, das sehen wir rundherum und dass es daher ganz klar mit allen, die entsprechend da das Gegenüber sind, eine Kommunikation geben muss und dass man nicht jetzt in der Breite den Leuten guten Tipps gibt, wie allenfalls Energie zu sparen wäre. Da ist jetzt Klarheit, aber auch Hausverstand gefordert. Was tun Sie denn persönlich eigentlich, um Energie zu sparen? Ja, all das, was auch von allen anderen gefordert ist, aufs Licht abdrehen zu achten, beispielsweise die Klimaanlage nur einzuschalten, wenn es unbedingt nötig ist. Aber ich glaube auch, dass wir, um Besorgnis in der Bevölkerung zu vermeiden, eben vor allem Klarheit brauchen durch das Ministerium. Denn ich verstehe dann sehr gut, dass sich Leute, aber insbesondere auch die Industrie, Gedanken und Sorgen machen. Und wie gesagt, da hängen zigtausende Arbeitsplätze dran, mit denen man nicht spielen sollte. Herr Landeshauptmann, Sie haben gerade die Industrie angesprochen. Jetzt hat die Ministerin im Rahmen dieses Stufenplans ja sogar damit gedroht, den Unternehmen das Gas abzudrehen. Was würde das denn bedeuten, wenn große Unternehmen plötzlich kein Gas mehr bekommen würden? Das wäre wirklich ein ganz, ganz schlimmer Fall, denn es ist ja bei großen Industrieproduktionsbetrieben nicht so, dass die einmal ein- und einmal abschalten können. Wenn Sie daran denken, dass ein Hochofen niedergefahren werden müsste, der wäre dann ganz lange Zeit nicht mehr betriebsfähig. Und das muss man einfach deutlich sagen, wenn es das Gas für die großen Bereiche der Wirtschaft und Industrie nicht mehr gibt, dann würde auf der Stelle eine große Arbeitslosigkeit ausbrechen. Und das können und wollen wir uns nicht wünschen. Jetzt haben wir jetzt schon stark steigende Energiekosten. In den nächsten Monaten wird das tendenziell eher nach oben gehen als nach unten. Braucht man Ihrer Meinung nach einen Preisdeckel bei den Energiekosten? Ich glaube, es war sehr gut und wichtig, dass die Bundesregierung jetzt einmal ein großes Antiteuerungspaket gemacht hat. Das wird auch wirken. Die Frage ist, ob es längerfristig wirken kann. Das werden wir ganz genau beobachten, auch wir in den Ländern, wir in unserem Bundesland. Und wenn es dann bei Beginn der Heizperiode wieder noch Maßnahmen brauchen sollte, dann wird es die natürlich auch entsprechend geben. Ob man direkt in die Preisgestaltung eingreifen kann, da bin ich eher skeptisch, denn das würde ja dann auch Wirkungen für andere Wirtschaftsfelder nach sich ziehen. Ihr Koalitionspartner in Oberösterreich, die FPÖ, meinte, die Sanktionen gegen Russland waren ein Schuss ins Knie und man hätte sich da mehr selbst geschadet als Russland. Waren diese Sanktionen Ihrer Meinung nach zu überschießend? Ich glaube, man muss sich vor Augen führen, was stattfindet. Es werden täglich leider immer noch Menschen umgebracht, ermordet, es fallen Bomben und das in Europa. Und das ist überall auf der Welt schlimm, wenn es Krieg gibt. Darum muss alles getan werden, um den Frieden herbeizuführen. Insofern ist es gut, dass sich Europa zu gemeinsamen Maßnahmen gefunden hat. Aber Europa muss sich eben auch aufstellen, was die Auswirkungen dieser Maßnahmen bedeutet. Und natürlich auch wir in Österreich. Aber wünschen würden wir uns alle, dass all das möglichst schnell zu der Lösung führt, die wir uns erhoffen, nämlich dass Frieden kommt in der Ukraine.
Und abschließend, Herr Landeshauptmann, die Flüchtlingszahlen steigen sehr rasant. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen, die das Innenministerium bekannt gegeben hat. Haben Sie Sorge vor einer neuen Flüchtlingswelle, wie wir sie 2015, 16, 17 erlebt haben? Die Flüchtlingszahlen steigen, das muss man ganz nüchtern und ernsthaft sehen. Wir werden auch große Herausforderungen haben, diese Flüchtlinge unterzubringen. Und es ist aus meiner Sicht auch nicht verständlich, dass wir in Österreich, wo wir keine Außengrenze der EU haben, ganz viele von denen erst registrieren. Das zeigt, dass leider aus 2015 offensichtlich in Europa nicht genug gelernt wurde, nicht die richtigen Schlüsse gezogen oder umgesetzt wurden. Das ist ein weiteres großes Themenfeld, das die EU jetzt endlich auch ordentlich bearbeiten muss, und zwar beginnend an den Außengrenzen, weil es nicht sein kann, dass ein EU-Binnenland im Herzen Europas zum ersten Mal dann diese Flüchtlinge registriert und auch eine Hauptlast trägt. Das ist eine gemeinsame Aufgabe Europas und nicht weniger einzelner Staaten. Ganz zum Schluss noch, Herr Landeshauptmann, die aktuelle Koalition liegt gemeinsam in Umfragen nur noch bei rund 30%, das ist nicht einmal mehr ein Drittel. Wie stabil ist denn die Koalition in Wien Ihrer Meinung nach? Wir haben jetzt über verschiedene Themen geredet, die den Leuten Sorge machen, wo auch Unsicherheit herrscht, und da hat es die Politik, da haben es politische Verantwortungsträger immer doppelt so schwer. Darum gibt es auch leider da und dort nicht das nötige Vertrauen. Die Regierung ist stabil, sie kommt auch zu Lösungen, sie schafft auch große Entscheidungen. Ich habe das Antiteuerungspaket angesprochen, aber jeden Tag können wir mehr tun, auch wir vor Ort, um das Vertrauen der Bevölkerung wieder zu gewinnen. In Oberösterreich bemühen wir uns auch sehr darum. Aber Sie rechnen nicht mit vorgezogenen Neuwahlen? Davon gehe ich nicht aus. Und die allerletzte Frage noch, ein Blick nach Oberösterreich. Ein Riesenprojekt ist die Technische Universität in Linz. Da haben Sie sich vergangene Woche mit der Bundesregierung auf die Kostenteilung geeinigt. Und ich glaube, die Hälfte der Kosten trägt das Land Oberösterreich, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie geht denn dieses Projekt jetzt vonstatten? Und wann rechnen Sie damit, dass die ersten Studenten dann an dieser Universität auch unterrichtet werden können? Ich halte die Entscheidung der Bundesregierung, in einer Krisenzeit als Antwort zu geben, in die Bildung und in die Forschung zu investieren, für wirklich weitreichend und positiv nachhaltig. Ich freue mich auch sehr, dass das in Oberösterreich ist. Diese Woche soll im Parlament das Gründungsgesetz beschlossen werden. Wir haben uns auf die Kosten geeinigt und Oberösterreich wird die Hälfte der Errichtungskosten mitfinanzieren. Der Gründungskonvent kann sofort bestellt werden und dann mit den Arbeiten beginnen, und ab dem Herbst 2023 kann die Universität starten, nicht im Vollbetrieb selbstverständlich, aber dann könnten beispielsweise schon erste Masterprogramme losgehen. Also es geht zügig voran und ich freue mich auch sehr darüber. Herr Landeshauptmann, vielen Dank und schöne Grüße nach Linz. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter und dann bleiben wir beim Thema Corona. Die Virologin Dr. Monika Redelberger-Fritz ist gleich zu Gast bei Isabel Daniel. Und auch dort geht es natürlich um die Frage, ist die Quarantäneregel noch zeitgemäß? Wie sieht sie die aktuelle Corona-Situation und wie geht es Ihrer Meinung nach auch den nächsten Wochen und Monaten weiter? Was ist dran an dieser Schockprognose, dass wir Ende des Sommers bis zu 70.000 Neuinfektionen pro Tag haben könnten? Ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter.